Laut dem US-Handelsminister Wilbur Ross sind deutsche Autos eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Das bedeutet, dass die europäische, meist deutsche Automobilindustrie im Volumen von 50 Milliarden Euro Umsatz von eventuellen US-Zöllen betroffen sein könnte. Eine solche Maßnahme wäre offensichtlich kontraproduktiv für die deutsch-amerikanische Freundschaft und den Wohlstand unserer Bürger auf beiden Seiten des Atlantiks. Nicht Abschottung darf die Zukunftsformel sein, sondern Marktwirtschaft mit freien Handelszugängen kombiniert mit fairen Abkommen. Sowohl die EU als auch die USA sind hier immer noch zu wenig transparent. Wenn ein Partner das Gefühl hat, dass die Beziehungen nicht ausgewogen sind, dann ist er verpflichtet, die Ungleichgewichte zu benennen. Dann allerdings muss auch darüber offen verhandelt werden. Es wäre tragisch, wenn nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien eine weitere Handelsbeziehung nachhaltig Schaden nimmt, nur weil die Probleme nicht offen angesprochen werden und dann keine nachhaltigen Lösungen gefunden werden können. Die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie. Kaum ein anderer Industriezweig ist so verflochten wie die Autobauer. Daher kann keiner davon ausgehen, dass ein Schaden auf einzelne Hersteller begrenzt bliebe. Dies belegt sich eindeutig am Beispiel, dass das größte BMW-Werk in South Carolina und nicht in Bayern steht. Ein Handelskrieg ist keine gute Antwort auf das nachlassende Wirtschaftswachstum in den USA. Die Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada sowie Japan zeigen, dass durch mehr gegenseitigen Handel und Investitionen Wohlstand und Lebensqualität der Bürger erhöht wird. Ich setze mich dafür ein, dass wir ein Deutschland und eine EU erhalten, wie Sie es sich vorstellen. Open, transparent, trading, cutting the red tape. Europe needs reform.